Liebe Zuschauer, die AfD-Bundesführung hat die Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz als das bezeichnet, was sie ist. Eine politische Strategie gegen eine Oppositionspartei. Statt aber souverän und geschlossen zu reagieren, wie der Bundesvorstand behauptet, ist der Bundesvorstand vor dem rechtswidrig agierenden Verfassungsschutz sofort eingeknickt. Souverän und geschlossen zu reagieren hätte bedeutet, dem Verfassungsschutz die Stirn zu bieten, und zwar mit deutlichen Worten. Die Auflösung des Flügels ist deshalb ein Signal der Schwäche in Zeiten, in denen Stärke vonnöten ist und auch signalisiert werden muss, wenn man politisch glaubwürdig sein will. Und ausgerechnet der Vorsitzende Meuthen, der sich doch immer so patriotisch gab, vollzog tatsächlich und öffentlich eine 180-Grad-Wende, die die AfD vermutlich teuer zu stehen kommen wird. Apropos, wer ist wir, wenn er davon spricht, ich zitiere, wir zerschlagen jetzt deren institutionelle Strukturen. Wir zerschlagen Strukturen, was es dieser Gruppierung viel schwerer macht, gemeinsam zuzuschlagen. Zitat Ende. So spricht man im Krieg. Führen Herr Meuthen und seine Hintermänner womöglich einen Krieg innerhalb der eigenen Partei? Dabei ist es doch der Flügel, der an den Gründungsidealen der Partei festhält. Wer damit nicht einig ist, sollte die Partei verlassen, und zwar schleunigst, wenn er sein eigenes Ding machen will. Wenn Sie das auch so sehen, teilen Sie mein Video und unterstützen Sie mich.